De Jong vor Abschied. Gladbach-Stürmer Luc de Jong steht offenbar vor einem Wechsel zum englischen Premier League-Verein Newcastle United. Der Niederländer reiste nach Clubangaben zu einem Medizincheck nach England. De Jong war im Sommer 2012 für 12 Millionen Euro Ablöse als bisher teuerster Transfer der Gladbacher Vereinsgeschichte von Twente Enschede gekommen. Allerdings hat der 23-Jährige sich bisher nicht durchsetzen können und bestritt insgesamt nur 36 Bundesliga-Einsätze für die Borussen. HSV offen für Blitztransfer. Sportdirektor Oliver Kreuzer vom stark abstiegsgefährdeten Hamburger SV sondiert nach dem Absturz auf Platz 16 noch einmal den Transfermarkt nach Verstärkungen. Zu einem möglichen Transfer sagte der 48-Jährige, man beobachte den Markt und er wolle nichts ausschließen. Manchmal habe man Glück und hole kurz vor Ende der Transferperiode einen Spieler, der dann helfe. Zuletzt wechselten Ola John und Wasim Bowie als Leihspieler zu den Hanseaten. Kahn sieht schwarz. Der ehemalige Welttorhüter Oliver Kahn macht dem zuletzt ausgeboteten Mario Mandzukic nicht viel Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft beim Rekordmeister Bayern München. Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass Stürmer beim FC Bayern oft nur eine kurze Halbwertszeit hätten, sagte der frühere FCB-Torwart der Bild-Zeitung. Etliche Angreifer seien trotz vieler Tore wieder ausgetauscht worden und Mandzukic drohe jetzt ein ähnliches Schicksal, so der 44-Jährige. Bayern-Trainer Pep Guardiola hatte Torjäger Mandzukic beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wegen mangelnder Trainingsleistung nicht mitspielen lassen. Pirlo gewinnt Auszeichnung. Der italienische Nationalspieler und Star von Rekordmeister Juventus Turin, Andrea Pirlo, ist zum zweiten Mal in Folge zu Italiens bestem Fußballer gekürt worden. Der Weltmeister von 2006 wurde von einer Jury der italienischen Fußballergewerkschaft AIC gewählt. Als bester Coach wurde Pirlos Trainer Antonio Conte auserkoren. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.